Einen fetten Elgemüll-Gruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ja, erstmal, es ist das erste Video zu einem neuen Spiel und zwar zu Resident Evil Umbrella Corps. Ja, erstmal, wie ich dazu gekommen bin, das zu spielen und das auch aufzunehmen. Es gibt es momentan gratis, das ist eine PlayStation Plus Mitgliedschaftsaktion. Vom 12. bis 14. August ist es kostenlos spielbar, eine Demo-Version davon. Man hat zwei Multiplayer-Spielmodi, die man spielen kann. Ein Leben und Multimission. Multimission spiele ich gleich, wenn ich dann hier noch den letzten Spieler gefunden habe. Und ja, erstmal zum Spiel, was kann man dazu sagen? Es ist natürlich, wie der Name schon sagt, ein Ableger der Resident Evil-Reihe. Von der ich persönlich ein großer Fan bin, aber dieses Spiel ist etwas anders. Es hat keine Story, kein Koop oder sonstiges in der Art. Es ist Multiplayer-Shooter, ausschließlich ein Multiplayer-Shooter, in dem man halt in 3 gegen 3 Teams antritt. Also jeweils in 3er Teams und dann gegeneinander. Und ja, nice. Wir haben den 6. Spieler, das heißt, wir können gleich loslegen. Ja, in der Demo-Version hat man hier 2 Waffen, einmal die K12 AX und die Dobermann Pinzer. Da können wir ja beide mal austesten gleich im Spiel. So. Ja, wie man schon sieht, es gibt jetzt viele Level 1er, was daran liegt, dass, ja, dass es das Spiel halt momentan kostenlos gibt, dass man das testen kann. Es ist auch im Summer Sale. Im PlayStation Store für 20 statt 30 Euro die normale Edition. Komm, wir nehmen mal die Shotgun. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe gerade das Tutorial gespielt und dann habe ich 10 Minuten suchen müssen, bis eine Lobby voll war. Also ich saß hier echt 10 Minuten und konnte nichts machen. So, moin. Oh, da ist schon der erste Spieler. Ich werf da mal eine Granate hoch. Boom. Jawohl. Ich glaube, das hat gesessen, wa? Ja, falls ihr euch wundert, die Zombies greifen mich nicht an. Was daran liegt, dass es einen sogenannten Zombie-Jammer gibt. Oh, jetzt habe ich gerade einen Zombie erschossen. Der dafür sorgt, dass die Zombies einen nicht angreifen. Es sei denn, man greift sie selbst an. Oder wenn der Jammer halt zerstört wird von gegnerischen Spielern. So, jetzt zum Beispiel ist mein Jammer kaputt, das heißt, er hier will mich haben. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir, Alter. Nein, den wollte ich wegschrotzen. Scheiße. Ja, also es ist ein sehr schnelles Spiel. Die einzelnen Runden gehen 3 Minuten. Pro Sieg kriegt man einen Punkt. Also das werdet ihr auch noch sehen. Und es gibt verschiedene Spielmodi. Ah, scheiße. Komm, los. Lass mich weiterspielen. Ja, anfangs als das Spiel, bevor das Spiel rauskam, hockt er hier, Alter. Habe ich mich schon ein bisschen auf das Spiel gefreut, weil ich halt, wie ich sagte, ein Fan der Resident Evil Reihe bin. Und ja, mir das halt relativ cool vorgestellt habe. Hoppala. So. Aber dann kam da so viel Kritik und alles, dass ich mich dann doch dagegen entschieden habe, das zu holen. Videos hatte ich auch dazu geguckt, aber es sagte mir halt echt nicht zu. Und jetzt, da es kostenlos ist, da dachte ich mir, kannst du es doch mal testen. Schaden tut es ja nicht. Ist ja kostenlos. Ey, jetzt, what the fuck? Achso, mit X, ich spam die ganze Zeit X, aber damit breche ich das dann auch ab. Hoppala. Oh shit, der hat gesessen. Das hat weh getan. So, ich nehme mal die K12. Beziehungsweise die Vector. Aber hier heißt sie halt K12. Oh, shit. Da habe ich direkt eine
Nate in die Fräse gekriegt. Ja, also was wir gerade überhaupt tun müssen, ihr habt das bestimmt schon mitgekriegt, aber es ist so eine Art Herrschaft. Es gibt einen Punkt und den muss man halt halten. Man muss da auch drin bleiben. Oh, wir haben verloren. Das ist natürlich scheiße. Du scheiß Zombie. Wie er hingeflogen ist. Ja, mach erstmal ein Salto. Hallo. Oh, 7 Kills, 4 Tode, 1 Assist, 5 Gemmer zerstört und 25 Punkte für... Mein Team ist einfach richtig nubbig gewesen. So, Ziel des Gegnerteams ausschalten. Ja, oh, nice, ich bin das Ziel. Also, ich bin das Ziel für mein Team und da seht ihr das Ziel für das Gegnerteam. Oh, die flog nicht so, wie ich wollte. Und ja, wir müssen das gegnerische Team ausschalten und ich muss am Leben bleiben. Jawohl, Alter. So sieht's aus. Einfach richtig Taktik. Also das Ziel sieht man. Also jeder sieht das Ziel, aber das Ziel selbst sieht nur das gegnerische Ziel. Also, ja, was laber ich hier? Man sieht nur das Ziel, das gegnerische Ziel. Sonst sieht man keinen. Das gilt für jeden. Okay, wo will er hin? Kann er hier rein? Weiß ich gerade gar nicht. Ich kann hier aufmachen. Oh. Scheiße. Da wurde ich weggeballert. Okay, ich sehe gerade, man muss 5-mal das gegnerische Team... das gegnerische Ziel töten. Hä? Was ist denn bei ihm falsch? Hab ich den jetzt gekillt oder nicht? Ja, ich habe ihn gekillt. Hä? Dann hatte der Typ wohl gerade einen kleinen Leck. So, der hat schon mal ein bisschen geschluckt. Ey, 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 ey! Geht drauf! Oh! Entschuldigung. So, ich bin das Ziel für unser Team. Ach komm! Warum hat er so viel ausgehalten? Und warum hat mein Teamkamerad... Hat er ihn getötet oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Da. So, der hat keinen Jammer mehr und jetzt ist er tot. Und ich bin das Ziel. Ich will gar nicht das Ziel sein. Oh. Nein! Man kann sich durch seine eigene... Oh, shit. Ich habe mich durch meine eigene Nate getötet, Alter. So, also 2-0 steht jetzt für das Alpha-Team. Das sind unsere Gegner. Das heißt, ich bin das Bravo-Team. Und ja, pro Sieg kriegt man halt einen Punkt. Unentschieden gibt es auch. Das hatte ich vorhin einmal in der Runde. Einen halben Punkt jeweils. Aber das kann eigentlich auch ein spannender Spielmodus sein. Denn man muss 5 Koffer haben. Aua, scheiße. Um zu gewinnen. Und es gibt halt auch 5 auf der Map. Und man muss halt dafür sorgen, dass die Gegner nicht in den Besitz aller 5 Koffer kommen. Hä, Alter, wie viel halten die denn aus? Ist ja unnormal. So, komme ich hier irgendwo hoch? Nee. Mach ich hier mal auf. Ja, Leiter. Jawohl. Hallo. Dam, tadam, tam. Meins. Da. Moin. Oh, oh. Scheiße. Leute, ich habe ihn auch noch gekriegt. Hehehe. Verdient.
Ja, jetzt hat keiner hat einen Koffer. Ja, wenn man stirbt, dann lässt man die Koffer nämlich fallen und die kann dann halt jeder aufsammeln. Oh shit, das war nur die... Ich habe nur seinen Jammer zerstört. Nee. Hm. Ja. Oh shit, ich wollte da gerade hoch. Nee. Okay, Eigenkoffer haben die. Hier liegen 3 Stück. Ja, du bist tot. Ich aber auch. So. Ach, da kann ich gar nicht in Deckung gehen. Da. Friss Granate. Er will mich haben. Mach einen Abgang. Nein, nein, nein. Ich hatte 3 Koffer. Ach komm. Leute, als ob ich da nicht hochklettern kann. Was ist das denn für ein Scheiß? Da hat 4 Koffer, der Typ. Nicht cool, nicht cool. Stirb, stirb. Ja. Oh. Jawohl, wir haben gewonnen. Easy, Alter. Easy Dodge. Aua. Nee. 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 Alter, 20 zu 14 spiele ich. Mann, was macht mein Team da? Könnt ihr mal... Okay, hier soll man eine spezielle Kreatur, also einen speziellen Zombie töten. Und von denen sammelt dann Daten ein. Das Ding da sah aus wie ein Special Zombie. Nicht gut. Oh! Jawohl, easy. Das war alles so gewollt. So. Tschüss. Hab jetzt leider keinen Jammer mehr. Also, sobald man im Gefecht war und halt ein bisschen auf die Fresse gekriegt hat, hat man schon einen Nachteil, weil die Zombies einen haben wollen, weil der Jammer kaputt ist. Ich muss hier weg, Alter. Aua. Oh, nice. Die Hunde kommen hier nicht rein. Ja, aber die. Hallo? Ach komm, jetzt hör doch mal auf. Ich hab jetzt halt richtig Stress an der Backe. Ja, wir müssen ihn plätten. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Ja, kein Ding, Team. Lasst mich das alleine machen. Absolut easy. Ich habe nur noch 7 Schuss. Ja gut, dann muss ich hier mal ein bisschen schnetzeln, wa? Okay, und da bin ich tot. Ja, was soll ich machen? Keine Munition und Gemma kaputt. Aber immerhin führen wir. So, da kann man Waffen aufnehmen. Waffe, ne, brauche ich aber nicht. Das hört sich doch so an, als wenn mein Freund da wäre. Ja, und dann werde ich von hinten erschossen, ey. Was eine Scheiße. Aber wenn wir die Runde gewinnen, dann haben wir den Ausgleich. So, der hat keinen Jammer mehr und ist auch tot. Er hat auch keinen Jammer mehr. Sekunden.
Da ist er. Da ist so ein Special Zombie. Komm, ballert ihn jetzt weg da. Jetzt haben die, hat das Gegnerteam eine Probe aufgesammelt. Ah, wow. Und dann so kurz vor Ende. Ernsthaft? Ja, unentschieden. Also jeder kriegt jetzt einen halben Punkt. 1,5 zu 2,5. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Runden es gibt. Ich glaube, 5 oder so. 24-17 spiele ich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dafür, dass das erstmal ist. Okay, einfach nur Gegner killen. Das kriege ich hin. So, ich gehe mal hoch. Nicht gut. Ja, natürlich. Ich bin auf der Leiter. Und auf einmal hat er mich oben, oder was? Auf jeden Fall. So. So, den habe ich. Den auch. Okay, das ist ein Zombie. Oh, als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Jawohl. Oh, oh. Scheiße. Na, wenn die mit so einem Nahkampf um die Ecke kommen, dann hast du keine Chance. Es sei denn, natürlich, du hast eine Schrotflinte dann. So, den habe ich. Hüll! Böser Hund! Oh, das war ein... Nein, geht weg. Lasst mich in Ruhe. Okay, das ist einer von mir, der da einfach nur rumsteht. Zack! Schade, aber den habe ich noch gekriegt. Also man kann halt so einen Ball rausholen und dann die Gegner im Nahkampf one-hitten. So. Alter, der Sieg ist nah, jawohl. Einfach mal eine Granate in die Gegnermenge rein. Noch 30 Sekunden. Wo sind sie denn? Jawohl, Runde gewonnen. Was ist denn nun los? Sag nicht, dass wieder einer rausgeht. Oh, Gott sei Dank nicht. Denn wenn einer rausgeht, dann bricht das ganz ab, das ganze Match. Weil es halt nur 3 gegen 3 geht und 3 gegen 2 wäre natürlich scheiße, aber dann bricht halt das ganze Match ab. Alter, 29 Kills habe ich. Und wir haben ausgeglichen. So, was gibt's jetzt? Die meisten Halsbänder sammeln. Was für ein Halsband denn jetzt? Hey, was ist denn das jetzt schon wieder? Okay. Halsbänder von Hunden? Oder was für Halsbänder? Okay, keine Halsbänder von Hunden. okay, dann lassen wahrscheinlich gegnerische Spieler Halsbänder fallen, würde ich jetzt mal sagen, wa? So. Jo. Oh, ich breche das immer ab, weil ich einfach X spam. Hä? Wo,
Kann ich irgendwo... Punktestand? Lol, es gibt kein Gegnerteam. Hä? Sind alle Gegner raus, oder was? Hä, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Als ob. Ja, da kann ich euch zeigen, hier, das Ball kann man auch aufladen. Dann macht das so richtig Schaden, aber... Ich bin der kriechende Tod. Ich bin eine Schnecke. Zack, die Schnecke hat zugeschlagen. Los, lad auf. Na, das ist jetzt natürlich scheiße, dass wir keine Gegner haben. Vor allem, wir werden das Match auch nicht gewinnen können, weil keiner wird ein Halsband einsammeln. Die Gegner nicht, weil wir keine Gegner haben, und wir nicht, weil wir keine, auch keine Gegner haben. Was ist ein Scheiß? Ah, guck mal, man kann hier auch so ein... Zack! Jetzt haben wir als Menschen ein Schild benutzen. Beziehungsweise ein Zombie-Schild in dem Fall. Zack. Aber mal ein paar Zombies hier wegschnetzeln. Da ist er gestorben. Der schöne Glock wird hier jetzt zerstört. Was war das denn für ein rotes Ding da gerade? Zack, in your face. LOL! Wir haben ein Halsband! Wo haben wir das denn jetzt her? Wo haben wir denn jetzt das Halsband her? Ich dachte, dafür muss man einen Spieler töten. Aber anscheinend nicht. Ja, easy. Ah, okay. Jetzt ist auch Sieg. Oder... Also haben wir das jetzt ganz gewonnen. 3,5 zu 2,5. Ach, wir haben zwei Gegner. Lol. Dann hat einer einen Gegner... Nee. Das lief natürlich nicht so gut für die, ne? Okay, was passiert jetzt? Jetzt lädt er. Ist jetzt vorbei? Ja, ist vorbei. Haben wir gewonnen. Alter, 2600 Punkte. Jawohl. Ja, also Waffen kann man hier eigentlich noch ändern mit Aufsätzen. Schalldämpfer, Visier und sowas. Granaten kann man ändern, wie ich sehe. Nur in der Demo nicht. Und man kann auch den eigenen Typen anpassen, wie der aussehen soll. Ja, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob euch das Video gefallen hat, dann erstmal ein Like geben. Dann könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel selbst haltet. Es ist natürlich ein anderer Schritt von den Resident Evil Machern von Capcom. Ja, ob dieser Schritt gut ist, ob er nicht gut ist. Ich finde, wenn man das richtig macht, dann kann das ganz Spaß machen. Also es hat auch Spaß gemacht. Nur schade ist die lange Wartezeit zwischen den Matches. Ja, dass man das halt ein bisschen verbessern kann alles. Und dann denke ich so, als Nebenableger kann das doch ganz schön Spaß machen dann. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet auch Spaß, und dann verabschiede ich mich hier. Tschüss.